Das Sietzenheimer Modeunternehmen Style by Bettina hat kürzlich seine Herbst- und Winterkollektion vorgestellt. Unser Redakteur Johannes Forthuber war vor Ort und hat die neuesten Modetrends für Sie mit der Kamera eingefangen. Der Herbst steht vor der Tür und passend dazu präsentiert das Sietzenheimer Modegeschäft Style by Bettina ihre Mode für die kommenden Monate. Neben Mänteln, Hosen, Pullis und Hauben dürfen auch die Accessoires nicht fehlen. Die Kombination macht's aus und für Veranstalterin Bettina Schirl ist es jedes Jahr ein Muss, ihren treuen Kundinnen und Kunden diverse Variationen aus ihren Kleidungsstücken vorzuführen. Ja, natürlich mag man sie als kleiner Betrieb, als kleines Geschäft gerne präsentieren, wo man mal die ganze Mode vorstellt mit verschiedenen Models, wo man die spielerisch kombinieren kann, dass man die neuen Styles alle präsentiert und ja, das ist mir schon sehr wichtig. Natürlich jetzt mit dem Corona geht man natürlich auch sanfter oder vorsichtiger damit um. Deshalb war es für mich klar, dass ich später ankündige, dass ich 2 Durchgänge mache. Natürlich hier 3G-Regel muss eingehalten werden, also ja, es ist immer wichtig, aber natürlich unter Einhaltung der Maßnahmen, die vorgeschrieben sind. Bei den langjährigen Kundinnen und Fashion-Interessierten kommt das Präsentierte an diesem Nachmittag ziemlich gut an. Man lässt sich in Gedanken an den eigenen Kleiderschrank inspirieren. Dadurch, dass ich sehr modeinteressiert bin, war es einfach für mich, ja, ich wollte einfach wieder mal schauen, was so Neues im Herbst aktuell ist. Und es war einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, eine super Modenschau. Naja, ich bin Farb- und Stilberaterin und da ist für mich selbstverständlich, dass ich Modenschauen besuche, damit ich auch weiß, was ist im Herbst, was ist im Winter Trend, damit ich es auch meine Kunden weitergeben kann. Ein auffallender Trend dieses Jahr ist Fake Fur, also Kunstfell. Doch auch der Klassiker Strick in einer modernen und jungen Form ist wieder da. Die heurige Herbst- und Wintermode soll aber nicht nur schick, sondern auch bequem sein, was nicht zuletzt am Laufsteg zu sehen ist. Bettina Schirl hat bis auf wenige Ausnahmen ganz bewusst auf weniger erfahrene Models gesetzt und Freundinnen angefragt. Diese sollten die Kleider, Röcke, Blusen und Co. den Gästen authentisch präsentieren. Die Kleidung am eigenen Körper zu probieren, ist in Corona-Zeiten schwierig geworden. Das junge Salzburger Model Vanessa Lirsch rät dringend zur Beratung durch Profis. Solch eine Unterstützung hat sich auch für Sie persönlich schon des Öfteren gelohnt. Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin ja schon sehr modebewusst, aber es gibt oft so Dinge, die sehe ich an der Stange und denke mir, na, das passt gar nicht. Dann sagt die Bediener Vanessa, bitte zieh es an, das passt da. Und dann zieh es an und es schaut echt gut aus. Also sie schafft es immer wieder, dass sie ein kleines Outfit für mich bereithaltet, wo ich selber überrascht bin. Einer der Hingucker bei der diesjährigen Show ist dieser Hosenanzug, getragen und präsentiert von Nicole. Pure Eleganz für die kommenden Bälle und Feste. Da wird selbst ihre Modelkollegin neidisch. Ich muss sagen, der schwarze Anzug, also das war wirklich von der Nicole, der war einfach so Bombe und das war wirklich so der Hingucker für mich, ja. Die Mode für die kommenden kälteren Monate lässt wenig zu wünschen übrig. Die Vielfalt ist groß und gemütlich wird's obendrein.